4 Uhr morgens in einer Kleinstadt. Zwei junge Männer nähern sich ihrem Zielobjekt. Sie gehören zu unserem Rechercheteam und werden in ein Haus eindringen, ohne Spuren zu hinterlassen. Welcome to OpenTX. Der Einbruch beginnt aus der Luft. Wer die Drohne steuert, könnte auch in China oder Russland am Joystick sitzen. Die Drohne sucht nach ungeschützten Netzwerken und meldet sie an die Hacker. Die Drohne hat jetzt das Netzwerk erreicht und man sieht, man bekommt die ersten Pakete rein. Das heißt, ich sehe die ersten Geräte auftauchen, die erste Kommunikation und ist für uns auslesbar. Es ist so einfach, wie es klingt. Und dann suchen wir uns als Angreifer das einfachste Ziel. Die digitale Vernetzung des Industriestandortes Deutschland umfasst mittlerweile viele Lebensbereiche und bietet so Kriminellen neue Chancen. Nahezu täglich hören wir von Hackerangriffen, auch auf unsere Infrastruktur. Mal trifft es die Telekom, mal einen Industriegiganten wie ThyssenKrupp. Und in einem Land gelingt Cyberkriminellen sogar ein Blackout. Was, wenn so etwas bei uns passiert? Das Szenario ist in der Theorie längst durchgespielt. Wie gefährdet sind wir in Deutschland? Wir haben mehrere Hacker gebeten, das für uns herauszufinden. Um zu klären, welche Gefahren in der zunehmenden Vernetzung stecken, beginnen unsere Recherchen im digitalen Alltag. Dort, wo uns Sicherheit und Bequemlichkeit versprochen werden. Beim vernetzten Haus. Per Handy ganze Gebäude zu kontrollieren, wird immer beliebter. So wie hier, jenseits unserer Grenzen in Österreich. Dieses kleine Hotel ist ein solches Gebäude, das wir uns näher angucken. Der Besitzer ist einverstanden. Wann der Angriff erfolgt, weiß er nicht. Gastwirt Kurt Zillner hat aufgerüstet. Im stressigen Alltag gab es immer wieder Probleme, etwa mit dem Kühlraum. Mal war die Tür nicht sorgsam verschlossen, mal fiel der Strom aus. Das ist besonders unangenehm an den freien Tagen, Sperrtage, wie es in Österreich heißt. Die Ware verdirbt schnell, der finanzielle Schaden ist groß für die Familie. Wir haben immer das Problem gehabt, dass wir während den Sperrtagen von unserem Betrieb unseren Tiefkühlraum nicht überwachen konnten. Jetzt haben wir überlegt, was können wir machen. Jetzt haben wir uns einen Sensor besorgt, der jetzt ständig 24 Stunden sich im Tiefkühlraum befindet. Und dieser Sensor schickt uns auf unser Handy die ganzen Temperaturdaten. Wir bekommen ein Mail aufs Handy und wir können dann sofort reagieren. Die Temperatur-App war aber nur der Anfang. Es gibt andere Funktionen, die sind jetzt dazugekommen. Was gibt es noch für smarte Funktionen hier im Gasthof? Ja, es gibt auch noch eine Alarmanlage, die sich bei uns bei der Eingangstür im Hotel befindet. Und wir sind dabei, noch viel mehr in diese Richtung zu investieren, dass wir noch sicherer den Tag beschreiten können. Ob Alarmanlage oder Kühlraum, alle Funktionen steuert Kurt Zillner mit seinem Handy. Die Apps senden die Daten über das Internet. Beraten wurde er seinerzeit von seinem Sohn. Und der wird in diesem Film noch wichtig. Zunächst zeigt uns der Vater seine digitale Welt. Zum Beispiel in der Privatwohnung. Da hilft jetzt ein Schloss mit Zugangscode, das er ebenfalls via Handy von überall kontrollieren kann. Das Intelligente, Vernetzte verspricht Komfort und Sicherheit. Smart, also pfiffig, soll es sein. Ein Smart Home bündelt unterschiedliche Funktionen und ermöglicht eine zentrale, sogenannte intelligente Steuerung. Diese Haussteuerung regelt das Licht, öffnet oder schließt Fenster, überwacht Türen in Verbindung mit einer Alarmanlage. Sie steuert die Solaranlage auf dem Dach und hilft bei der Kontrolle des Energieverbrauchs. Auch Anwendungen aus dem sogenannten Internet der Dinge können zentral gesteuert werden. Dazu gehören intelligente Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen oder Überwachungskameras. Auch Glühbirnen werden mittlerweile mit dem Netz verbunden. All das kann aus der Ferne mit dem Smartphone über das Internet gesteuert werden. Doch wie leicht können Hacker diese Daten abfangen?
und so etwa in Erfahrung bringen, dass das Zuhause des Hotelgastes gerade unbewohnt ist. Sebastian Strobel ist Profi und sucht Sicherheitslücken, um die Nutzer zu warnen, nicht um sie zu schädigen. Er wird für uns das Hotel hacken. Dabei hilft ihm Tobias Zillner, pikanterweise der Sohn des Gastwirts. Er hatte seinen Vater damals beraten, mittlerweile aber dazugelernt. Die beiden Hacker entwickelten Programme, die Smart-Home-Steuerungen von außen manipulieren können. Es ist so, dass natürlich diese Smart-Homes Sicherheit versprechen. Diese Komponenten, wie zum Beispiel Alarmanlagenkomponenten, werden als Komponenten verkauft, die eigentlich Sicherheit herstellen sollen. In den meisten Fällen ist es für technisch versierte Angreifer, möchte ich jetzt sagen, sehr einfach, in solche Systeme einzudringen, beziehungsweise auch diverse Funktionen dieses Smart Homes zu beeinflussen. Auch Gastwirt Zillner erlag diesen Versprechungen. Freute sich zum Beispiel über intelligente Glühbirnen, die er vom Smartphone aus bedienen kann, etwa als Schutz vor Einbrechern. Was er nicht ahnte, damit hat er genau das Gegenteil bewirkt. Für uns als Angreifer ist natürlich nicht die Glühbirne das Interessante, sondern das Türen zu öffnen ohne Authentifizierung. Das heißt, dadurch, dass beides im selben Netz ist, dasselbe Verschlüsselungsmaterial verwendet, ist der einfachere Angriff auf die Glühbirne und nicht auf das besser geschützte Türschloss. Freitag, 19.42 Uhr, Hochbetrieb. Jetzt starten wir unbemerkt den Angriff. Ausgestattet mit einem Funksender und einer Online-Verbindung stellt die Drohne den Funkkontakt zum Netzwerk des Hotels her. Dann sendet sie die Daten an die beiden Hacker. So, wir sind drin, Alarmanlage ist deaktiviert, Tür ist offen, wir können rein. Gastwirt Zillner fühlt sich sicher, denn die App signalisiert alles im grünen Bereich. Die beiden Hacker brechen die Tür nicht auf, aber auch ein Stemmeisen wäre unbemerkt geblieben. Die Alarmanlage haben sie ja vorher stillgelegt. Deshalb bleibt der Einbruch auch auf dem Handy unbemerkt. Und die Überwachungskamera wurde von außen manipuliert. Seit 30 Minuten zeigt sie ein zuvor aufgenommenes Standbild, nicht aber die Eindringlinge. Sogar das Zahlenschloss für den Privatbereich haben die beiden aus der Ferne geknackt. Kurt Zillner weiß immer noch nicht, dass wir den Einbruchstest bereits hinter uns haben. Seine Sicherheits-App jedenfalls hat nicht Alarm geschlagen. Tür ist offen, wir können rein. Da ist gerade Ihr Sohn bei Ihnen im Gasthof eingebrochen. Was sagen Sie denn dazu? Ich muss schon ehrlich gestehen, ich bin schon sehr überrascht, dass das eigentlich so einfach funktioniert. Wir haben schon immer geglaubt, dass wir ein sicheres Haus haben. Aber dass es in der heutigen Zeit so einfach geht, über bestimmte Smartphone-Apps in ein Haus einzudringen, das überrascht mich schon sehr. Auch wir sind verblüfft, wie mühelos den Hackern die Attacke gelingt. Ja, leider ist es aus beruflicher Sicht keine Überraschung, das Ganze. Aber als Privater muss man sich schon sehr, sehr ärgern. Das heißt, es werden Features und Sicherheit versprochen. Endnutzer werden kaufen arglos die Produkte und setzen sie ein und sind eigentlich über die eigentliche Sicherheit total im Unklaren. Es wird Sicherheit vorgegaukelt, aber nicht gelebt. Gastwirt Zillner hat seinen Sohn gebeten, die unsicheren Geräte vom Netz zu nehmen. Und wir fangen an, uns Fragen zu stellen. Denn der Hack in dem Hotel war ein Kinderspiel. Ist die Sicherheit gegen Angriffe in anderen Bereichen höher?
Schließlich, nicht nur unser Privatleben ist zunehmend digitalisiert und vernetzt. Auch sehr sensible Teile der öffentlichen Infrastruktur haben durch die Vernetzung, das Internet, Türen, die Angreifern sehr weit offen stehen. Wer aufmerksam Nachrichten hört, erfährt nahezu täglich von Cyberattacken gegen unser Land. Ein beliebtes Ziel solcher Attacken ist die Telekom, einst Monopolist in der analogen Welt. Sie ist ein Schlüsselunternehmen für ein vernetztes Deutschland. Wie andere Anbieter muss sie die Digitalisierung vorantreiben, um Geld zu verdienen. Je mehr Kunden so ins Internet kommen, desto höher das Interesse von Hackern. Sie wollen immer wieder an die Schnittstellen ins Internet. Die Router. Die weitreichenden Störungen von Telekom-Anschlüssen in Deutschland sind offenbar die Folge eines weltweiten Hackerangriffs. Hunderttausende Kunden sind vom Netz abgeschnitten, ihre Router sind lahmgelegt. Die Angriffe seien auch im Regierungsnetz registriert worden. Zuständig für die Cyberabwehr der Telekom ist dieser Mann, Thomas Czersich. Wir konnten relativ schnell analysieren, dass die Angriffe gesteuert wurden aus einem Rechenzentrum in der Ukraine. Wir haben dann Filtermaßnahmen im Netz implementiert, um überhaupt die Angriffsverkehre zu unterbinden. Die Angreifer haben dann aber relativ schnell nachgezogen. Das war so ein regelrechtes Hase-und-Igel-Spiel. So im Halbstundentakt mussten wir Filter anpassen. Die Angreifer haben wieder ihre Angriffsparameter verändert. Und damit sind die ersten Stunden quasi in der Reaktion dann draufgegangen. Hier im Keller der Telekom ist das Abwehrzentrum gegen solche Angriffe. Ein Hochsicherheitstrakt. Hier wurden die Hacker lokalisiert, ihre Waffe, eine Software identifiziert und eine Verteidigungsstrategie programmiert. Schnell war klar, diese Attacke war akribisch geplant. Das war so am Abend gegen 6, 7 Uhr irgendwo dazwischen, dass wir gesehen haben, dass es ein Botnet-Angriff ist, der mutmaßlich hier in Deutschland unterwegs ist. Wenn viele Computer weltweit mit einer speziellen Schadsoftware infiziert werden, entsteht ein Botnetz. Das Ziel von Botnetzen ist es, Passwörter zu knacken oder fremde Server anzugreifen und diese zum Zusammenbruch zu bringen. Zunehmend werden auch Kameras, smarte Glühbirnen oder Router angegriffen, weil sie schlechter geschützt sind. So werden sie Teil eines Botnetzes. Botnetze sind so etwas wie die Interkontinentalraketen des Internets. Und es bleiben Geschädigte zurück, selbst wenn der eigentliche Angriff nicht erfolgreich war. Der Angriff war in Deutschland dahingehend nicht erfolgreich, dass das ursprüngliche Ziel des Angreifers war, den Router des Kunden mit einer Schadsoftware zu infizieren und ihn damit zu übernehmen, also quasi die Fernkontrolle über das Gerät zu übernehmen. Das hat nicht funktioniert. Allerdings hatten die einen Softwarefehler, die dazu führten, dass die Router dann abgestürzt sind und dass es dann leider zu den Ausfällen bei unseren Kunden kam. Im Fall der Telekom gab es immerhin einen Fahndungserfolg. Der mutmaßliche Täter wurde im Februar 2017 in London festgenommen. Seine Spuren führten zu infizierten Computern in der Ukraine. Denn auch dieses noch weitgehend analoge Land wird immer wieder Opfer von Cyberattacken. Unter Experten kursiert die Theorie, dass die Ukraine für Hacker eine Art Testgebiet sei, um die neuesten Cyberwaffen auszuprobieren. Kiew ist nur 2 Flugstunden von Berlin entfernt. Im November 2015 hat dieser Schadcode einen massiven Stromausfall in der Ukraine verursacht. Black Energy wird er genannt. Ein Jahr später kommt es wieder zu massiven Cyberangriffen auf die Ukraine. Auch wenn man hier in Kiew wenig vom Bürgerkrieg sieht, Angriffe auf die Stromversorgung sind in dem gebeutelten Land schnell existenziell. Das Ministerium für Staatssicherheit hat die internationale Presse geladen, um über die jüngsten Cyberangriffe zu berichten. Sie galten dem Finanzsystem, der Bahn und wieder der Stromversorgung des Landes. Der alte Schadcode Black Energy ist immer noch nicht vergessen, hat jedoch längst Nachfolger. Oleh Zaitschenko war Zeuge des Angriffs auf die Stromversorgung. Er führt uns zum Tatort. Etwa eine Stunde von Kiew entfernt. Von außen gut gesichert, das Umspannwerk vor den Toren der Stadt.
Die Energieversorgung des Landes ist durch den Krieg mit Russland in einem desolaten Zustand. Der Strombedarf kann kaum gedeckt werden. Und dann zeigt mir der Ingenieur den Raum, in dem er ohnmächtig beobachten musste, wie Geräte plötzlich ein Eigenleben entwickelten und nicht mehr zu steuern waren. Es war ein ganz normaler Tag und ich hatte Nachtschicht. Auf der Station war alles in Ordnung. Aber gegen Mitternacht begann plötzlich die Signalschalter ihre Farbe zu wechseln. Und als ich auf die Spannungsteiler-Transformatoren schaute, da wurde mir klar, dass die Teilstation 110 bis 330 kV keine Spannung mehr hatte. Wir waren alle schockiert. Keiner konnte es glauben. Der Cyberangriff sorgte hier für Alarmstufe Rot, im größten Kontrollraum Europas, der Stromleitungen von Russland bis zur EU überwacht. Vsevolod Kowalczuk, der Direktor des staatlichen Energieversorgers, sieht politische Motive hinter den Angriffen. Und diese Attacken könnten künftig desaströse Folgen für ganz Europa haben. Die europäischen Länder verfügen über moderne Verwaltungssysteme. Dort wird die IT zentral gesteuert und ist hoch vernetzt. Die Systeme dieser Länder sind noch verletzlicher als die isolierten IT-Systeme in der Ukraine. Darum glaube ich, dass das, was bei uns passiert ist, auch Konsequenzen für entwickelte Länder wie Deutschland und Österreich hat. Ich glaube, aufgrund der schlechteren Vernetzung bei uns waren die Folgen für das ukrainische Stromnetz viel geringer als das, was in den genannten Ländern hätte passieren können. Was in der Ukraine noch glimpflich verlief, könnte in Deutschland also größere Auswirkungen haben. Wie sicher ist eigentlich unsere Energieversorgung bei zunehmender Vernetzung? Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, verweist auf bestehende Gesetze zum Schutz der kritischen Infrastruktur. In Deutschland ist ja im Sommer 2015 das IT-Sicherheitsgesetz in Kraft getreten. Es gibt Mindeststandards, es gibt bestimmte Verpflichtungen von den Betreibern kritischer Energieanlagen, dementsprechend Vorfälle zu melden. Dadurch haben wir ein anderes Schutzniveau erreicht. Von daher halte ich einen Angriff, wie wir ihn in Ukraine erlebt haben, in Deutschland für nicht wahrscheinlich. Wirklich? Wir wollen mehr wissen. Denn durch den Ausstieg aus der Atomenergie und den Abschied von der Braunkohle steckt der Energiesektor mitten im größten Umbau seiner Geschichte. Millionen kleiner Stromlieferanten, Windräder, Solarzellen, Gas- und kleinste Heizkraftwerke müssen eine ehemals überschaubare Anzahl von Großkraftwerken ersetzen. Und immer mehr Verbraucher erzeugen jetzt auch selbst Strom und speisen etwa Solarstrom in die Netze ein. Da weder die Sonne immer scheint, noch der Wind konstant bläst, muss all das kontrolliert und reguliert werden. Durch digitale Vernetzung. Freie Universität Berlin, Gründeretage. Wir besuchen ein junges Start-up, das für uns den Beweis für die zunehmende Angreifbarkeit Deutschlands führen wird. Hier arbeiten Hacker, die sich auf den Schutz von Industrieanlagen spezialisiert haben. Sascha Zinke und seine Kollegen demonstrieren, dass ein wichtiges Einfallstor für Hacker ausgerechnet in der ökologischen Vorzeigetechnik Windkraft liegen kann. Ich habe hier zum Beispiel mal sogar direkt eine Grafik abgebildet oder eine Karte, wo ich direkt sehen kann, bei den Windparks, wo stehen sie. Also ich habe hier den Windparknamen, ich habe die Kapazität, ich kann sogar so weit ranzoomen, dass ich die Turbine sehe, welche hier betroffen ist. Also es gibt Hersteller, da kann ich direkt auf die Windturbine mich drauf verbinden und Informationen abziehen. Und es gibt Hersteller, da habe ich Möglichkeiten, zum Beispiel sogar noch mehr rauszulesen. Also wann wurde die installiert, wann wurde die das letzte Mal gewartet. Oder kann ich vielleicht sogar irgendwie direkt hinfahren, weil ich den Ort weiß? Und wenn ich jetzt so eine Turbine identifiziert habe, welche Informationen kann ich hier im Netz über diese Turbine abfragen? Also ich kann hier direkt sehen, dass ich hier Möglichkeiten habe, die Seite zu besuchen oder mich einzuloggen.
Und wenn ich natürlich irgendwie mich darauf einloggen kann und vielleicht sogar eine Schwachstelle finde, dann gehört dem Angreifer letztendlich das Gerät. Windparks offen am Netz. So als ließe man während des Urlaubs die Haustür auf. Mit entsprechenden Suchmaschinen kann man zudem gezielt nach ihnen suchen. Sogar nach den Steuerungen der Rotoren, quasi dem Schlüssel zum unkontrollierten Abschalten. Nimmt man einen Erzeuger vom Netz, mag das unkritisch sein. Sind es viele, sieht das anders aus. Wir haben hier jetzt auf der Webseite von diesem Windpark 3 Windparks direkt beschrieben. Der größte hat hier fast 20 Megawatt als Soll eingeschrieben. Wenn man tatsächlich mal ein bisschen weiter schaut, dann gibt es auf der Webseite noch die Möglichkeit, hier Sachen zu konfigurieren. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn man tatsächlich hier mal Werte eingibt und sagt, zu viel Spannung ist Faktor 10 und zu wenig Spannung gibt's nicht. Bei vielen Anlagen kommt man übers Internet bis in die Rotorsteuerung. Den Standort verrät uns in diesem Fall eine E-Mail im Menü. Kurios genug. Sie führt uns zu einem führenden deutschen Projektentwickler für Windparks. JUWI hat für Betreiber rund 900 Windenergieanlagen realisiert, die den Jahresbedarf von mehr als 2,3 Millionen Haushalten decken. Wir wollen wissen, ob JUWI auch für unser Windrad zuständig ist. Wir haben einfach mal im Internet recherchiert, was es so an Technik gibt. Und was wir gefunden haben, sind mehrere hundert Windräder tatsächlich, neben vielen Solargeräten. Und das ist jetzt eine, von der wir glauben, dass sie zu ihrer Verwaltungszone gehört. Und meine Frage so an Sie ist, erstmal, kann das sein, ist es realistisch? Also grundsätzlich gibt es als Netzanforderung in jeder erneuerbaren Anlage die Möglichkeit, sie zu regeln. Mhm. Weil sie einfach bei Netz-, B- oder Entlastungen auch mal in der Lage sein müssen zu sagen, ich werfe Erzeugung ab. Mhm. Also muss ich als Netzbetreiber eine Möglichkeit haben, die Anlagen zu steuern. Mhm. Ja? Mhm. Das ist gesetzliche Anforderung. Deswegen gibt es solche Kontroll- und Monitoring-Systeme und auch Steuerungssysteme. Ob die öffentlich zugänglich sein müssen, keine Frage. Kann ich Ihnen nicht beantworten, weiß ich nicht. Um diese wichtige Frage zu klären, werden wir in die Leitwarte geführt, von der aus JUWI Windanlagen in ganz Europa überwacht. Das Betriebssystem komme aus der Chemieindustrie. Und der verantwortliche Ingenieur versichert uns, dass hier ein Zugriff von außen ausgeschlossen sei. Und auf was sind wir dann gestoßen? Ist das eine reale Anlage, die nicht geschützt wurde? Also wir wollen Ihnen auch die IP-Adresse geben, damit Sie das für sich einfach noch mal prüfen. Also ich kann jetzt im Direkten hier nicht genau sagen, auf welche Anlage Sie da von außen scheinst draufgekommen sind. Windpark Alsenz, das ist das Einzige, was ich jetzt hier habe. Ich habe noch eine IP-Adresse und so. Und dann, das können wir noch mal extra sozusagen besprechen. Aber mehr weiß ich tatsächlich auch nicht. Also ich denke, Sie haben hier die normale Web-Oberfläche, wie die Anlage momentan läuft. Mehr tiefer sollten Sie nicht in dieses System reinkommen. Wären wir aber. Das räumt auch JUWI später schriftlich ein. Denn die von uns entdeckte Anlage hing ungeschützt am Netz. Die Sicherheitslücke wurde mittlerweile geschlossen. Dennoch finden wir hunderte Windkraftanlagen von verschiedenen Herstellern und Betreibern offen im Netz. Viele sind gegen ein Eindringen in die Rotorsteuerung durch einen Login geschützt. Ob dies immer ein zuverlässiger Schutz gegen Hacker ist, das wollen wir in unserem nächsten Test herausfinden. Wir erleben einen Live-Hack auf die Steuerung von Windkraftanlagen, die durch ein Passwort geschützt werden. Mario und Maxim aus Berlin zeigen es uns. Da verbindet sich was und das sieht nach einem, nach einem Login für ein Windrad aus. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wir kennen den Usernamen noch nicht und wir kennen das Passwort noch nicht. Wir müssen jetzt einen Weg finden, wie wir diese Seite angreifen. Und das müssen wir weitestgehend aus dem Stegreif tun. Von daher schauen wir uns das einfach mal an. Wir sehen hier, dass es diverse Parameter gibt, die wir beeinflussen können. Den Nutzernamen und das Passwort. Und sobald der Nutzername falsch ist und das Passwort falsch ist, beschwert sich das System. Wir können aber das übrig probieren, Admin, Admin. Aber auch das funktioniert nicht. Jetzt fällt uns aber was auf. Und uns fällt auf, dass hier in der URL sich tatsächlich auf einmal Parameter befinden. Und die waren vorher nicht da. Was jetzt folgt, ist der Angriff auf die Datenbank hinter dem Login. Dabei geht Mario vor wie beim Schiffe versenken. Er sendet so viele Anfragen an die Datenbank, bis er einen Treffer landet. Schiff versenkt, System überlistet. Und das in nur wenigen Minuten. In diesem Fall hat er zunächst die Sprachauswahl geändert und war kurz danach drin.
Das gibt uns im schlimmsten Fall direkt Zugriff auf die Datenbank. Und das heißt, wir können auch den Usernamen und das Passwort oder den Hash des Passworts, je nachdem, wie das abgesichert ist, auslesen. Und dann steht eigentlich dem erfolgreichen Login nicht mehr wirklich viel im Wege. Mit anderen Worten, Profis können mit relativ einfachen Mitteln übliche Schutzmechanismen dieser Anlagen überwinden. In diesem Fall war der Grund ein Programmierfehler, den Maxim den Herstellern und Behörden bereits gemeldet hatte. Entsprechende Warnungen veröffentlichte etwa die Seite für IT-Sicherheit der amerikanischen Heimatschutzbehörde. Trotzdem war die Sicherheitslücke auch Monate nach dem Hinweis von Maxim bei vielen Anlagen immer noch nicht repariert, in der Fachsprache gepatcht. Jetzt haben wir aber gerade uns hingesetzt und festgestellt, die Lücke ist ja noch da. Und da fragt man sich natürlich, okay, wie kann das sein? Natürlich haben Windräder keinen automatischen Patch-Vorgang. Das würde wahrscheinlich noch ein viel größeres Risiko bedeuten. Das heißt, jemand muss wahrscheinlich manuell zu diesem Windrad hin und muss das patchen, muss diese Lücke rausfixen. Und wenn wir das im Angesicht der Digitalisierung der Energiewende betrachten, ist das auch eine Geschichte, der wir uns klar sein müssen, dass solche Devices theoretisch sehr lange sehr unsicher sein können. Und das ist tatsächlich ein großes Problem. Sicherheitslücken, die nicht zeitnah behoben werden, Schutzmechanismen, die sich leicht überwinden lassen? So könnten viele Stromerzeuger lahmgelegt werden. Was hatte der Sicherheitsexperte der Bundesregierung noch gesagt? Wir hätten ein höheres Schutzniveau als die Ukraine und müssten uns deshalb keine Sorgen machen? Unsere Unruhe und unsere Fragen nehmen zu. Wir besuchen einen weiteren Spezialisten, den genau dieses Thema umtreibt. Könnten Hacker solche Lücken nutzen und einen europaweiten Stromausfall herbeiführen? Matthias Dahlheimer. Sein Thema: Wie hoch ist das Risiko eines Blackouts? Einen Vorgeschmack gab es bereits, ausgelöst durch ein Kreuzfahrtschiff der Meyerwerft. Ja, also hier, das war der 4.11.2006. Bei der Auslieferung eines Luxusliners auf der Ems kam es damals zu einem folgenreichen Stromausfall. Eine einzige Hochspannungsleitung wurde abgeschaltet. Es gab Kommunikationsprobleme zwischen den Netzbetreibern. Die Folge: eine europaweite Kettenreaktion. Die Leute wussten nicht, was los ist. Den Stromversorger EDF konnten sie nicht erreichen, also haben sie hier beim Notruf angerufen. Aber wir wussten unter dieser Nummer auch nicht, was los ist und wann es wieder Strom gibt. 2 Stunden dauerte es. Warum eigentlich ist das größte Stromnetz der Welt mitunter so empfindlich? Weil es schwingt, wie die Experten sagen. Das ist jetzt das europäische Verbundnetz. Das geht wirklich von, sagen wir mal hier, Türkei bis nach Portugal und von Dänemark bis runter nach Italien. Es ist kein Landesnetz oder so, sondern es ist wirklich ein großes Stromnetz, das europäische Verbundnetz. Welche Frequenz ist das, mit der wir hier schwingen? Das sind in Europa 50 Hertz. Plus minus kleinere Abweichungen, aber im Regelfall, sagen wir mal, 50 Hertz. Die Frequenz reagiert sehr sensibel auf Ausfälle. Es gibt, man muss sich das vorstellen wie so eine alte Waage. Es gibt die Nachfrage nach Strom, ja, also die Summe aller elektrischen Verbraucher. Das ist meine Nachfrage und es gibt die Erzeugung. Und normalerweise ist das System im Gleichgewicht. Wenn jetzt ein Kraftwerk ausfällt, ja, dann wird die Seite leichter, die wird schwerer und meine Stromfrequenz sinkt so ein bisschen. Ja, das merken alle anderen Kraftwerke und sagen dann halt, okay, ich muss jetzt ein bisschen mehr Gas geben. Und dann richtet sich das System wieder auf und ich habe wieder meine Netzfrequenz von 50 Hertz. Um einen Blackout zu verursachen, müsste ein Hacker möglichst viele Erzeuger oder Verbraucher gleichzeitig abschalten. Mit einem Klick. Welche Voraussetzungen brauche ich, um tatsächlich einen Blackout verursachen zu können? Das ist einmal, ich habe viel Windproduktion oder Photovoltaikproduktion im Netz, die transportiert werden muss. Ich habe vielleicht eine Situation, wo viel Stromexport ins Ausland geht, zum Beispiel nach England. Ja, das sind alles so Faktoren, die das Netz sowieso schon mal so ein bisschen aus dem Tritt bringen, was normalerweise kein Problem ist. Aber wenn es mir dann gelingt, noch mal einen großen Leistungssprung zu genau diesem Zeitpunkt zu provozieren, dann habe ich ganz gute Chancen, so einen Blackout zu provozieren. Ein
Ein Blackout in Europa, möglicherweise über mehrere Tage, würde schnell alles zum Stillstand bringen. Die Sorge um die Angreifbarkeit kritischer Infrastruktur bringt Hacker, Wissenschaftler und Betreiber zusammen. Wir treffen einen alten Bekannten, der als Chef eines Stadtwerkes bereits Erfahrungen mit Hackern hatte. Eberhard Oehler, Geschäftsführer der Stadtwerke Ettlingen. Die Dezentralisierung der Energieversorgung ist längst in vollem Gange. Und ich denke, die Dezentralisierung, die Abkehr von der zentralen Energieerzeugung stellt auch einen ganz wichtigen Baustein der Energiewende dar. Wenn wir dieses Risiko nicht sehen würden, gerade wir hier als Gruppe, dann bräuchten wir heute nicht zusammenkommen. Aber ich denke, wir sind uns alle einig, da rennt uns die Technik davon und uns gelingt es immer schwerer, Schritt zu halten. Vor 3 Jahren bereits hatten wir Oehlers Stadtwerke von Hackern knacken lassen. Ebenfalls ohne Schaden anzurichten. Damals begleiteten wir mit der Kamera den Hacker Felix Lindner und seine beiden Kollegen. Ihre Aufgabe, den lokalen Versorger mit einem Hackerangriff zu übernehmen und bis in die Leitstelle vorzudringen. Die Berliner Hacker verschafften sich Zugang zu einem Gästehaus, ein paar Kilometer von den Stadtwerken entfernt, lenkten die Sekretärin ab und steckten heimlich einen Sender in die Netzwerkbuchse. Die Stadtwerke waren damals einverstanden, wollten selbst wissen, ob es den Hackern aus Berlin gelingt, sich von außen Zugang zur Schaltzentrale des Versorgers zu verschaffen. Einmal drin kann man 40.000 Menschen den Strom abdrehen und 200.000 Wasserpumpen kontrollieren. Das ist so eine grafische Oberfläche. Kann man dann sagen, Licht aus, Strom, Wasser aus, Wasser an. Weißt du es? Ja. Wie lange hat es gedauert? 3 Tage. Nach dem Hack hat Geschäftsführer Eberhard Oehler die IT der Stadtwerke komplett umgebaut. Doch nun sieht er neue Gefahren. Wir haben das Thema der Dezentralisierung der Energieerzeugung. Vor 20 Jahren hatten wir etwa 20 Eigenerzeuger hier in Ettlingen. Heute haben wir nahezu 900 Eigenerzeuger. Und ein großer Teil dieser Eigenerzeugungsanlagen ist mit unserer Leitstelle verbunden. Und daraus ergeben sich ganz neue Risiken für das Thema IT-Sicherheit. Da ist eine Lücke, die gegebenenfalls auch zum Missbrauch genutzt werden kann. Wir suchen gezielt nach möglichen Lücken und werden schnell fündig. Bei einer Grundschule im Zentrum der Stadt. Während oben Computerkurse stattfinden, beginnt im Keller der Schule die Zukunft der Energiewende. Gerade fertiggestellt ist das neue Blockheizkraftwerk, kurz BHKW, das die Innenstadt mit Strom und Wärme versorgt. Geschützt durch dicke Wände und unter Aufsicht der Stadtwerke sollen diese Anlagen Versorgungssicherheit bieten. Sascha Zinke, Matthias Dahlheimer und Stefan Zeisberg sind bereits nach 10 Minuten fündig geworden, trotz dicker Wände. Denn aus dem Keller funkt ein drahtloses Netzwerk. Grundlegend gibt es eigentlich keine Notwendigkeit, denke ich, einen WLAN hier aufzubauen, weil Wartungstechniker könnten sich mit einem Kabel ranstecken. Genau. Ja. Ein schlichtes Kabel statt eines drahtlosen Netzwerkes böte Sicherheit. Bequemer und billiger aber ist die Fernwartung. Und so führt die Energiewende auch zu Kraftwerken, die, wie die Heizung zu Hause, mittels App über Internet und WLAN-Router drahtlos gesteuert werden. Dieser Internet-Router ist im Endeffekt sehr einfach zugänglich. Im Moment sind wir dabei zu gucken, was für andere Geräte kann ich denn über dieses Ding erreichen und komme ich dahin zum Beispiel auf die Steueroberfläche von dem Heizkraftwerk. Und tatsächlich, es hatten sich bereits Unbekannte mit dem Netzwerk verbunden. Wir haben jetzt herausgefunden, dass doch durchaus Netzteilnehmer sich angemeldet haben mit ihrem BlackBerry oder ihrem iPhone hier bei dem Router, die natürlich auch theoretisch Zugriff hätten. Ein Standardrouter mit offenem WLAN für die Steuerung eines Kleinkraftwerkes. Wir simulieren einen Angriff auf den Router und schalten ihn ab. Die Leitstelle der Stadtwerke kann nur zugucken. Jetzt haben wir es gelb, das heißt, die Verbindung ist unterbrochen. Wenn so länger wie 5 Minuten unterbrochen wird, wird es rot.
Da geht gar nichts mehr. Also das Problem ist, dass wir jetzt keine Verbindung mehr zu dem BHKW haben können. Das heißt, das BHKW kann von hier aus nicht mehr gesteuert werden. Wir haben keine Einflussmöglichkeiten mehr auf Temperaturen, Leistung des BHKWs, Ventilstellungen. Wir können nicht mehr aus der Ferne eingreifen. Wenn ein Fehler auftritt, wenn es eine Störung gibt, bekommen wir nichts mehr davon mit. Ein Router als Einfallstor für Angreifer. Mit Glück sind es nur Schülerstreiche. Wenn man jetzt Zeit hat und vor allem im WLAN ist, dann könnte man sich draußen hinsetzen, als Schüler von mir aus getarnt, und dann so lange probieren, wie man will, bis man vielleicht den Zugriff hat, den man will. Ja. Ja, und das ist natürlich die große Gefahr, die man hat, dass sich jemand auseinandersetzt und wirklich was gezielt kaputt machen will. Mhm. Das kann auch jeder. Der Mensch mit dem BlackBerry, der hier eingeloggt ist. Genau. Der kann das auch. Im Zentrum von Ettlingen hängt die Versorgungssicherheit durch das Kraftwerk gerade an einem kleinen Router. Und Stadtwerke-Chef Oehler muss wieder reagieren und reparieren. Die Kollegen, die sich jetzt das Ganze angeschaut haben, die sollen uns jetzt ein Sicherheitskonzept entwickeln, um das Thema BHKW für Angriffe von der Außenseite sicherer zu machen. Eigentlich so weit, wenn es denn machbar ist, Angriffe von außen auszuschließen. Denn wenn wir unterstellen, dass wir 60 BHKWs am Laufen haben und es würde gelingen, diese 60 BHKWs vielleicht sogar zeitgleich abzuschalten, dann haben wir ein ganz, ganz ernstes Problem. Das könnte im Extremfall bis zum Zustand Blackout reichen. Doch reden wir womöglich von einem Einzelfall und von Sorglosigkeit? Wohl kaum. Dieser Programmierer ist zufällig über eine Schwachstelle im System gestolpert, die zeigt, wie gefährlich kleinste Fehler in einem einzelnen Router für ganz Deutschland werden können. Alexander Graf wollte nach einem Umzug nur mit seinem alten Telefon über das Kabelmodem seines neuen Anbieters telefonieren. Weil das nicht funktionierte, schaute er sich das Modem genauer an und machte eine erschreckende Entdeckung. Auf der Suche nach dem Problem mit seinem Telefon stieß er auf eine Netzwerkverbindung zum gesamten Kabelnetz des Anbieters. Das Passwort, das er dazu brauchte, lieferte das Modem gleich mit. Eines sogar unverschlüsselt im Speicher seines Routers. Mit so einer unbekannten Sicherheitslücke, genannt Zero Day, lassen sich auf dem Schwarzmarkt Unsummen verdienen. Betrüger könnten Millionen Bürger belauschen, etwa beim Telefonbanking, oder über deren Nummern teure Ferngespräche abbuchen. Wir möchten den Hacker kennenlernen, der statt Wissen zu Geld zu machen, lieber den Anbieter und die Öffentlichkeit warnte. Also mich würde interessieren, wie kann man diese Grenze im Modem überschreiten? Also die Grenze ist eingezogen worden von einem Stück Software, das auf einem Modem läuft. Das hier ist das Modem, das ist das Netzwerk, in dem das Modem verbunden ist. Und diese Software zieht eine Grenze ein, die mir als Computer verbietet, in dieses Netzwerk vollständig zuzugreifen. Wenn ich jetzt allerdings diese Hardware verändern kann und die Software damit austausche, also über eine Hardwareveränderung meine eigene Software einspiele, dann kann ich diese Hürde komplett aufheben, komme auf das gesamte Netzwerk und kann dann über die Hintertür auf denselben Zugang zugreifen wie die Wartungstechniker vom Netzwerk selber. Das heißt, die Software wird angreifbar dadurch, dass ich die Hardware angreife? Richtig, genau. Die Software, jeder Schutzmechanismus in der Software ist komplett nutzlos, weil ich die Hardware angreifen kann, weil sie bei mir zu Hause steht. Den Angreifern kommt dabei eines zugute. Viele Komponenten eines Routers sind Fertigbauteile vom internationalen Markt. Kein Maßanzug also, sondern ein Bausatz. Alexander Graf stieß so auf den Schlüssel für seinen Hack. Ein Computerchip mit internem Betriebssystem und gravierenden Sicherheitslücken. 1 Milliarde Geräte könnte betroffen sein, vom Router bis zum Flugzeug. Das wird überall dort eingesetzt, wo halt sicherheitskritische Systeme sind. Mit Sicherheit auch in Dingen, die Infrastruktur betreffen, wie jetzt Atomkraftwerke. Allerdings ist immer die Frage, wie vernetzt sind die Systeme, die jetzt wirklich da angreifbar unter Umständen sind. Wirklich problematisch wird so eine Sicherheitslücke dann, wenn ich Systeme miteinander vernetze, die nicht für Vernetzung konzipiert waren. Also wenn ich ein System habe, was ein
gar keine Sicherheitskonzepte hat, zum Beispiel für Zugriffsschutzrechte, und das dann aber ins Internet stelle und auf einmal jeder potenziell darauf zugreifen kann, dann wird es zu einem richtigen Sicherheitsrisiko. Die Verbindung, also die Vernetzung, schafft zusätzliche Risiken. Die Angreifbarkeit einzelner Geräte ist beunruhigend genug. Aber die Vernetzung bringt erst die Möglichkeit für flächendeckende Angriffe. Wenn das Risiko so hoch ist, warum findet diese Vernetzung dann überhaupt statt? Warum betreiben wir nicht jedes Windrad, jedes Solardach für sich? Die Antwort auf diese Frage hat die Hochschule Ulm. Das Ergebnis der Forschungen von Professor Heilscher ist: Die Energiewende kann nur gelingen, wenn alle Erzeuger intelligent miteinander vernetzt sind. Intelligente Netze nennen Experten Smart Grids. Und pfiffige Stromnetze brauchen andere Stromzähler. Die Smart Meter, die wir alle über kurz oder lang erhalten sollen. Nur so kann die erzeugte Ökoenergie ausbalanciert werden und ein stabiles Stromnetz entstehen. Ja, wenn wir Sonnenenergie und Windenergie nutzen wollen, ja, dann weht der Wind mal, mal weht er nicht. Die Sonne genauso, die scheint nachts nicht, sondern tagsüber schon. Und diese Veränderungen, die müssen wir mitbekommen, die müssen wir messen können, die müssen wir in dem Netzbetrieb wissen davon. Und das letztlich macht das Smart Grid aus. Kommt der Strom aus Sonne und Wind, müssen Erzeugung und Verbrauch sekündlich aufeinander abgestimmt werden, denn die Strommenge schwankt stark. Dazu braucht man Smart Grids und ein Versuchslabor. Es gibt Testgebiete hier in Ulm. Ja, wir haben neben dem Dach hier ein Testgebiet in Einsingen. Das ist ganz hier im Süden, und zum anderen Hittigstetten. Und in Einsingen sind es 25% und Hittigstetten sogar 100% des Energiebedarfs, der dort vor Ort schon mit Solarstrom im Jahresbedarf gedeckt wird. Die Zukunft der Energiewende entscheidet sich hier. Nur wenn es gelingt, die dezentrale Erzeugung von zig Millionen Einspeisern und den Verbrauch aller Haushalte in einem ständigen Gleichgewicht zu halten, bleibt das europäische Verbundnetz mit seiner 50-Hertz-Schwingung stabil. Mitten in der Energiewende steckt die Familie Kober. Sie lebt in einem der Testgebiete in Ulm. Ihr Smart Home ist wirklich Marke Eigenbau. Auch zur Freude der Kinder. Darf ich den Pelletofen anschalten? Ja, mach den Pelletofen an. Gute Idee. Der Ofen ist an. Auch Patrick Kober schätzt Bequemlichkeit. Allerdings hat er seine Netzwerke professionell abgesichert. Im Keller des Hauses die Kommandozentrale. Wir haben versucht, sie zu hacken. Vergeblich. Denn der passionierte Tüftler hat einen simplen Trick benutzt. Also nach Rücksprache mit unseren Installationsfirmen haben wir uns einfach dafür entschieden, die Heizungssteuerung komplett vom Netz zu trennen. Also das ist nur auf einem lokalen Rechner installiert, der nach außen keine Verbindung hat, also so nicht angreifbar ist. Sein Projekthaus ist schlicht noch nicht vernetzt und deshalb sicher. Doch das wird sich nach dem Willen der Bundesregierung bald ändern. Denn künftig soll jedes Haus vernetzt werden. Mit einem Gerät, das den klassischen Stromzähler ersetzt, dem Smart Meter. Smart Meter sollen nicht nur den Verbrauch oder die Erzeugung von Strom messen. Sie sollen in Zukunft auch aktiv die Leistung von Solaranlagen, Windrädern oder unseren Verbrauch steuern können. Gibt es zu viel Strom, dann sollen die Smart Meter in Zukunft Waschmaschinen anstellen, Kühlschränke hochfahren oder Elektroautos aufladen können. Gibt es zu wenig Strom, dann soll das Smart Meter in Zukunft auch auf Reserven, etwa in der Batterie des E-Mobils, zugreifen können. In Spanien, Italien und Finnland sind Smart Meter bereits flächendeckend im Einsatz. In Deutschland hinkt man Jahre hinterher. Seit dem 1. Januar 2017 hat der Rollout der Smart Meter in Deutschland zwar offiziell begonnen, doch noch gibt es keine Geräte, die die hohen deutschen Sicherheitsstandards erfüllen. Trotzdem feiert die Lobby den Absatzmarkt der Zukunft. Smart Metering bietet Chancen für Deutschland. Ich möchte ohne Umschweife gleich zur Sache kommen.
Das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende hat die letzte Hürde genommen. Nach über 5 Jahren politischer Diskussion ist der Weg für die Einführung des Smart Meterings in Deutschland geebnet. Der Bürger wird auch im Felde der Energie zum mündigen Bürger. Er kann selbstständig entscheiden. Und letztendlich wird es um ganz neue Geschäftsmodelle gehen. Viele kennen wir noch gar nicht. Aber ich habe immer ein Bild im Hinterkopf aus der Liberalisierung der Telekommunikation. Wenn wir uns heute Kleinkinder angucken und sie geben denen ein altes Telefon mit Wählscheibe, was macht der? Der kann nicht drehen, ja, der tippt drauf und versucht zu wischen. So, und das ist eigentlich die Veränderung, die ich mir jetzt auch mit dem Smart Meter wünsche. Eine neue Welt. Ist sie auch sicher? Der massive Einsatz von Smart Metern hat den Hacker Javier Vázquez Vidal auf den Plan gerufen. In seiner Heimat Spanien konnte er gemeinsam mit einem Kollegen mit einem einzigen Gerät Millionen Smart Meter hacken. Zum Glück gehört er zu den Guten und es war ein Laborversuch. Deshalb kein Blackout in Spanien. Wir waren in der Lage, über die einzelnen Smart Meter in das Netzwerk zu gelangen und sie von dort zu kontrollieren. Das Lustige daran war, dass die neuen Smart Meter eine Funktion haben, mit der man sie ferngesteuert ausschalten kann. Damit dir, wenn du deine Rechnung nicht bezahlst, der Stromanbieter einfach den Strom abdrehen kann. Auf Knopfdruck. Von einem Rechner vielleicht 1000 Kilometer entfernt. Und wir waren in der Lage, das zu tun. Und dann haben wir einen Weg gefunden, ein benutzerdefiniertes Update zu schreiben, das wie ein Virus funktioniert. Ein Update so programmiert, dass alle Geräte gleichzeitig ausgeschaltet werden können oder auf Befehle aus der Hintertür warten. Und so wird jedes Smart Meter zu einem Überträger. Also das Update springt von Smart Meter zu Smart Meter und breitet sich praktisch wie ein Virus aus, auch wenn es kein Betriebssystem hat. Es ist das Gleiche. Und man könnte übrigens, ohne das Gerät aufzubrechen, einen großen Blackout herbeiführen. Dafür nutzt man eine sogenannte optische Schnittstelle. Und danach wird niemand den Täter finden oder wissen, wie es passiert ist. Javier hat den Herstellern sofort die Sicherheitslücken gemeldet und danach bei einer Firma in Ulm angeheuert. Die gravierenden Sicherheitsmängel der spanischen Smart Meter im Hinterkopf nahm sich das Team um Javier Vázquez ein deutsches Modell vor. Mehrere Wochen durchleuchteten sie das Gerät der ersten Generation eines deutschen Herstellers, das allerdings nicht für die Anforderungen der Energiewende gebaut worden war. Der erste Eindruck? Das Gerät ist sehr simpel aufgebaut. Es ist sehr offensichtlich, dass das Produkt selber nicht mit Security im Hinterkopf entwickelt wurde. Für den Angreifer, der wirklich physikalisch auf das Gerät zugreifen kann, ist es sehr einfach. Der Hersteller selbst kann auch nicht jede Komponente, die er verwendet, bis im Detail verstehen und tut es in der Regel auch nicht. Er betrachtet immer nur den jeweiligen für sich relevanten Ausschnitt. Und darauf baut er sein gesamtes Produkt auf. Wenn die Komponente vielleicht noch andere Dinge tut, von denen er, die er gar nicht braucht, kann das unter Umständen zu einer Schwachstelle führen. Während wir recherchieren, nimmt der Hersteller Kontakt mit uns auf. Das Unternehmen weist darauf hin, dass man an einer neuen Gerätegeneration arbeite und man zweistellige Millionenbeträge investiert habe, um die neuen Geräte sicher zu machen. Die alten Schwächen kennt der Hersteller. Ja, die Smart Meter Gateways, die wir für die Tests aufsetzen. Die Conexa 1.0 war für das erste Gerät in dieser Form auch schon ein fortschrittliches Gerät. Hier ist eher ein Angriff heute gar kein Problem mehr. Ich glaube, ein guter Hacker kann das auch mit einem ordentlichen Mobiltelefon heute erledigen. Die Gerätegeneration, was die Kommunikationsstandards angeht, vergleichbar ist wie so ein altes Nokia-Telefon wie mit dem heutigen Smartphone. Würde man die alten Geräte vernetzen, dann wären sie angreifbar.
Daher hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik den Herstellern Vorgaben gemacht, auch zum Schutz vor Hackerangriffen. Da haben wir hier die Conexa 3.0. Wir haben hier alle Vorgaben des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, berücksichtigt, die genau vorgeben, was wir an Sicherheitstechnologie hier einzubauen haben. Bis zum Redaktionsschluss hatte das BSI noch kein Smart Meter der 8 verschiedenen Hersteller zertifiziert. Und Zertifizierung ist eine Sache, Haftung eine ganz andere. Die Politik träumt davon, dass die Hersteller in Zukunft für alles haften sollen. Was sagen Sie als Hersteller zu der Forderung aus der Politik nach Produkthaftung? Mhm. Für uns als Gerätehersteller ist das Thema sehr schwierig, ganzheitlich zu fassen. Man möge sich vorstellen, dass wir jetzt in 3 Jahren einen speziellen Hackerangriff haben hier auf die Geräte. Woher kann man heute schon sagen, wie der stattfinden wird, in welcher Stärke der kommt, woher wird angegriffen? Das sind einfach Dinge, die wir dann mit der Zeit immer versuchen, natürlich so gut wie möglich abzufedern, ja, auch immer auf dem aktuellen Stand zu sein. Aber eine schlussendliche Sicherheit gibt es, glaube ich, in keinem System. Hersteller und Hacker eint also eine Erkenntnis. In der digitalen Welt wird es keine hundertprozentige Sicherheit geben. Ziel kann es nur sein, den Aufwand für die Hacker so hoch wie möglich zu halten. Denn auch in dieser Branche ist Zeit Geld. Für das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ist die Situation einfacher. Wenn Sie in ein Auto einsteigen, was ja auch hochkomplex ist, was viele einzelne Systeme hat, ein Motor, was eine Bremse hat, ein Lenkrad hat und so weiter. Dort ist relativ klar, es ist immer der Hersteller des Autos haftbar für alle Themen, für alle Subsysteme, die nicht funktionieren. In der Cyberwelt ist es so, dass wir hingehen und sagen, das ist so komplex, wir verwenden es alle, aber keiner haftet dafür, weil es nicht genau nachweisbar ist. Ungeklärte Haftungsfragen, Sicherheitslücken und täglich Angriffe aus dem Netz. Darunter auch digitale Erpresser, die in Bereiche vordringen, bei denen es um Leben und Tod geht. Beim Lukas Krankenhaus war das Besondere, dass, als wir informiert wurden, die gesamte IT-Infrastruktur eines voll digitalisierten Krankenhauses bereits heruntergefahren war aufgrund eines Ransomware-Angriffs. Das Lukas Krankenhaus musste sich aus der Notfallversorgung abmelden als eines der intensivmedizinischen Zentren im Rheinkreis Neuss, sodass wir uns natürlich auch gefragt haben, was passiert, wenn ein Patient mit einem Herzinfarkt zum Beispiel 15 Minuten länger transportiert werden muss und dann aufgrund dessen verstirbt. Was war passiert? Februar 2016, das Lukas Krankenhaus, ein wichtiger Baustein der Notfallversorgung im Rheinkreis. Um Leben zu retten, ist es voll vernetzt. Etwa der Scan durch einen Körper, millimetergenau und von überall einsehbar, um Patienten besser und schneller zu behandeln. Oder die Auswertung von hunderten Blutproben am Tag. Das Netzwerk verteilt die Resultate in Echtzeit an alle Abteilungen, die die Werte brauchen. Auch in der Kardiologie geht ohne moderne IT nichts mehr. Die Digitalisierung revolutioniert die Medizin und verlängert Leben. Wichtig ist, es geht wesentlich schneller. Wir haben die Befunde sofort. Dann kann ich aber auch mit den Bildern, die ich vorher nicht hatte oder nicht so hatte, zum Patienten gehen und ihm seinen Magenulkus zeigen, also sein Magengeschwür. Oder ich kann andere Lungenentzündungen dem Patienten zeigen, wenn er das möchte. Sie sind so vernetzt, Sie sind hochtechnisiert. Ja. Und dann gab es ein Problem. Was war da los? Ja, das Problem war, dass wir einen Hackerangriff von draußen hatten. Und um die Daten zu schützen, mussten die Systeme dann heruntergefahren werden. Also damit war dann auf einmal das komplette System ausgeschaltet. Und die Kapazität, die wir hatten, war wesentlich reduziert. Die digitale Erpressung folgt eigentlich immer dem gleichen Prinzip. Es passiert beim Öffnen eines manipulierten Anhangs, beim Surfen über eine fingierte Webseite, beim Klicken auf einen trügerischen Link. Mit dem falschen Klick wird eine Schadsoftware aktiviert, die sich unbemerkt im System ausbreitet. Getarnt als harmloser Code greift der Trojaner auf sämtliche Daten zu und verschlüsselt sie. Nichts geht mehr. Der Trojaner hat den Computer übernommen. Das Opfer wird vor die Wahl gestellt. Die Daten werden für immer zerstört. Oder innerhalb einer kurzen, vorgegebenen Zeitspanne wird ein Lösegeld überwiesen. Wer bezahlt, muss hoffen, dass der Angreifer nach erfolgreicher Transaktion die Daten wieder entschlüsselt. Wer nicht zahlt, verliert möglicherweise alle Daten. Für immer.
Kein Patient war gefährdet. Doch dem Lukas-Krankenhaus entstand ein Millionenschaden. Die gesamte digitale Struktur musste umgebaut werden. Ein Jahr später läuft die Visite 2.0 wieder so ab wie vor dem Angriff. Auch andere Krankenhäuser sind erpresst worden. Es gab einen Hackerangriff auf ein Krankenhaus, der mit dem des Lukas-Krankenhauses sehr gut vergleichbar war, nämlich den auf das Presbyterian Medical Center in Hollywood. Dort ermittelte auch das FBI und stimmte sich hinter den Kulissen eng mit den Cybercops vom LKA in Düsseldorf ab. Dort hat die Geschäftsführung übrigens die Entscheidung gefällt, das geforderte Lösegeld zu bezahlen. Wir haben uns auf dringendes Anraten des LKA und des BSI nicht erpressen lassen. Sie dürfen nicht vergessen, mit Cybercrime wird mittlerweile mehr Geld verdient als im internationalen Rauschgifthandel. Ob hochspezialisiertes Krankenhaus oder einfaches Wirtshaus, in dem Moment, in dem wir uns vernetzen, werden wir angreifbar. Unsere Recherchen haben gezeigt, dass bei der rasant voranschreitenden Digitalisierung die Sicherheit auf der Strecke geblieben ist. Im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik präsentiere ich dem Präsidenten unsere Rechercheergebnisse. Wir waren in Deutschland unterwegs. Ich habe so ein paar Bilder mitgebracht. Wir haben Glühbirnen gehackt und sind so in ein Haus eingebrochen. Wir hätten Windräder vom Netz nehmen können oder ganze Heizkraftwerke. Sind wir am Ende wirklich besser geschützt als die Ukraine? Ja, wir werden diese Lücken natürlich sukzessive schließen. Es geht darum, dass die Wirtschaft auch ihrer Verantwortung gerecht wird und dann hier entsprechend Mindeststandards einführt. Das ist das, was wir hier gemeinsam tun. Das ist eine gemeinschaftliche Aufgabe. Und ich würde mich freuen, wenn die Kritiker nicht Panik machen, sondern sich konstruktiv dementsprechend einbringen und nicht immer nur Schwachstellen darstellen, sondern auch vielleicht darstellen, wie man etwas lösen kann. Und da höre ich von den Kritikern bisher immer nur Gemecker, aber keine konstruktiven Vorschläge. Wir leben gerade auch im Cyberspace in einer globalisierten Welt. Kann eine Regierung, ein einzelnes Land überhaupt noch Sicherheit garantieren? Also der Staat ist nicht für alles verantwortlich. Der Staat schützt seine Bürger, ist doch vollkommen klar. Aber es ist wie im Straßenverkehr. Wenn ich betrunken Auto fahre und einen Unfall baue, bin ich selbst verantwortlich. Wir versuchen den Bürgern zu erklären, dass man bei Rot in der Cyberwelt, wenn die Ampel rot zeigt, stehen bleibt und entsprechende Maßnahmen ergreift. Bei Grün kann man über die Straße gehen, wenn man die Updates installiert hat, wenn man Sicherheitsmaßnahmen ergriffen hat, etc. Wenn man sich daran nicht hält, dann darf man sich bitte auch nicht wundern, wenn man dementsprechend überfahren wird. Ist es wirklich so einfach? Vor dem Hintergrund der vielen Sicherheitslücken, die wir gefunden haben? Und ob wir Auto fahren oder nicht, das entscheiden wir und niemand anderes. Bei der Vernetzung im Rahmen der Energiewende gibt es diese Wahlmöglichkeit aber nicht. Und auch das Risiko ist ungleich größer. Unsere Recherchen haben belegt, dass bereits ein simples Bauteil aus einer Massenproduktion reichen könnte, um eine größere Katastrophe auszulösen. Um im Bild der Verkehrsampeln zu bleiben, Ampeln sind gut. Aber was passiert, wenn Hacker sie alle auf Grün stellen?